Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Tales of Phantasia. Und ich kann es mir immer noch nicht verkneifen, aus Versehen Golden Sun zu sagen. Wann sich das Problem beheben wird, keine Ahnung. Wir kämpfen mal gegen die Gegner, solange wir können. Sprich, solange es keine. Solange es nicht diese Wolf-Viecher sind, ne? Auf jeden Fall, das neue Schwert von Chris ist mega gut. Ich feiere das. Ne, hier so rot ist das Vieh, ne? Und es sind halt zwei Stück auch noch, ne? Wäre es nur eins, denke ich, hätten wir gar keine so großen Probleme gegen die. Okay. Den kann ich irgendwie gar nichts machen. Oh Leute, jetzt konnte ich einen treffen. Aber ohne Scheiß, was hat sich Bandai Namco bei dem eigentlich gedacht? Ja, ganz ehrlich, ich muss sagen, das Schwert mag ich. Boah, wie ich am Anfang noch rausgerastet bin wegen dem Schaden, den das Schwert macht, ne? Digga, was machst du da, Chris? Nice Level up für Chris. So, und jetzt noch mit Mint einmal Nurse. Ich muss die selber anzünden. Das muss sehr genau sein. So, solche Fackeln hatten wir schon in den Minen von Morlia. Bruder. Alter, habe ich mit meinem Lightspeed schon zwei umgebracht. Ja, okay, der stirbt jetzt auch. Nice. Nur noch der eine hier. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie nur am Anfang vorkommen konnten. Alter, der ist halt mir echt krass, dieser Move. Der Gefühl wird wenigstens seinen Gegner ausschalten. Die Eistornado killt das schon oder muss ich noch nachhelfen? Ding ist halt, die TP von Chris sind ja schon geschwächt und ich will kein Orangengummi nutzen. Oder Gel. Hieß das hier Gel oder Gummi? Ich glaube, hier heißt es Gel und später Teil heißt es Gummi, oder? Okay, hier heißt es Gel. Und in späteren Teilen heißen die Gummi. Ist immer auch mega weird, dass man von denen nur 15 mitnehmen kann. Hier Fragezeichen Kleidung. Mit denen können wir ja was mit unseren Macht der Runen machen. Ja, bei denen ich erst übel spät gemerkt habe, was die eigentlich springen. Tatsächlich, du bist mir. Ich hab dich bei weitem lieber als diese anderen Gegner.
Okay, Judgment. Hätte nicht sein müssen, aber ich beschwere mich lieber nicht. Ey, ohne Scheiß, im Endgame hat man richtig krass viele TP. Also ich würde mal sagen, dass wir mehr oder weniger im Endgame des Spiels sind, so. Das ist festgefroren und lässt sich nicht bewegen. Bitte lass mich einfach nur gehen. Schnell rein. Vielleicht kriege ich den anderen Gegner, wenn ich den Raum resette. Nein. Was, wenn ich den Gegner hier triggere? Ja, okay. Es ist nur einer, es ist nur einer, es ist nur einer, Leute. Wir können es schaffen. Ich glaube an uns. Wir können es schaffen. Es ist nur einer von denen. Ja, ohne Scheiß, wenn es nur einer ist, können wir es schaffen. Ich glaube gerade an uns. Und weh, der gibt kaum EP, wehe. Ja, er müsste eine Wasserschwäche haben. Aber unständig, ich war schon im ersten Moment schockiert, als ich den gesehen habe. Vor allem dann habe ich gesehen, dass es nur einer war und war voll glücklich. Der hat, glaube ich, 8000 KP. IP, wollt ihr mich verarschen? Wohl eigentlich für ein einziger Gegner. Wie? Oh, okay, es ist schon wieder nur einer. Ohne Scheiß, ihr glaubt nicht, wie beruhigt ich gerade bin, dass es nur einer ist. Ne? So als ob das Game gemerkt hätte, boah, scheiße, zwei sind etwas zu viel, wir gehen mal auf einen. Aber eigentlich 800 ist für einen Gegner eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Für Gnome irgendwie mega weird. Warum irgendwelche Raketen? Wir haben gefühlt jeder von unseren Sachen ist irgendein Element, so außer Luna und Maxwell, weil ich verstehen kann. Aber dann gibt's noch Gnome. Ich halt noch weniger verstehen kann. Ohne Scheiß, gleich brauche ich nur Orangenbonbon. Spätestens nach dem nächsten Kampf. So, die Frage ist, was hat das jetzt gebracht? Das sind drei Giftlinien, ja, okay.
Ja, komm, kill. Wut hätte es jetzt echt nicht gebraucht. Die da irgendwie runterschieben oder so. Okay, der eine wird jetzt erstmal von Maxwell schön verschont. Ich wundere, dass das D2 das trifft. Ach, der wurde auch getroffen. Wird der von Anliegen getroffen? Doch, oder? Ja. Wait, hat Midgard 200 Schaden gemacht? Ja, komm, Judgment war jetzt aber wirklich unnötig. Wollte mich ja eigentlich nicht beschweren, aber es war halt wirklich unnötig. Ganz ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Hier sieht's. Jetzt ein Loch. Was ist zu schwach, um durchzukriechen? Da kommt Wind heraus. Nur, dass ich hier rauskomme, bevor die Gegner kommen. Ich muss mich um den kümmern, Alter. Komm, macht was. Bitte, Ember, bitte, bitte. Wie konnte der jetzt Judgment aufladen? Ja. Komm, leck mich doch kreuzweise am Arsch. Was hätte ich da machen sollen? Schau mal, was wir machen müssen, Leute. Bis gleich. Okay, Leute. Also zum einen bin ich dumm. Und zwar, weil ich hier so ein geiles Mittel habe. Ich habe keine Ahnung, ob ihr die kennt. Die heißen Heiliges Licht. Keine Ahnung, ob ihr von denen schon mal gehört habt. Ich glaube aber auch, dass ich den Raum verkackt habe. Deswegen gehe ich erstmal wieder raus.
Das ist nur einer, okay. By the way, habe ich auch gelesen, dass man besser flüchten kann, wenn Chris jetzt in der Formation ganz hinten ist. Deswegen werde ich ihn mal nach ganz hinten packen. Ich versuche das mal beim nächsten Mal, wenn so eine Zweier-Truppe kommt. Ich habe den Raum jetzt, by the way, bewusst resettet. Da, 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 da. Alter, ich mag den Soundtrack. Ey, ohne Scheiß, ich hab echt das Gefühl, dass wir bald beim Ende sind des Spiels, ne? Nur als ob der wieder da ist. Als ob der immer noch da ist. Das ist, by the way, krass, dass man so krasse Waffen in dieser Stadt kaufen kann. Bolt. Ich glaube, der eine kann jetzt nicht getroffen werden, oder? Doch. Heißt so, nee, du verbrauchst nicht so viele Punkte. Zum Glück. Frage ist, tut sich jetzt irgendwo was? Ich werde noch mal nachlesen, Leute, weil ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Bis gleich. Angeblich soll jetzt irgendwo irgendwelche Treppen nach unten führen, aber ich finde da keine. Findet ihr hier irgendwelche Treppen? Ich habe keine Ahnung, was Chris hier schon wieder anstellt. Okay, Judgment ist dieses Mal sogar berechtigt. Geil, Alter, jetzt mit für den Rest des Kampfes paralysiert. Ich liebe es, wenn so eine Scheiße passiert. Och, come on. Klaus. Judgment hätte es jetzt nicht gebraucht, ne, aber wie gesagt, haben wir den Kampf geschafft. Jetzt wird erstmal ganzen Charakter geheilt. Boah, wir sind schon Level 47, geil. Und er guckt da auf Level 29 rum. Wo ist das hier? Wundermittel. Hey, doch, natürlich schreibt es an. Ich soll mit Dark Mist wieder machen kommen. Vertrau mal drauf, dass sie es nicht spammt. Vertrau meinen Charakteren mal. Bin aber ganz ehrlich mit euch. Ich sehe da Treppen, die nach unten führen.
Oder hier war einfach ein Weg. Da habe ich gar nicht gesehen. By the way, bei diesem Guide, den ich da auch gesehen habe, scheint auch der richtige Weg eingezeichnet zu sein. Ich spare aktuell TP, wie ihr hier vielleicht schon merkt. Okay. Schutzreif. Wie gesagt, ich habe hier eine kleine Map hier, ne, wo ich auch die ganzen Truhen im Kopf hier sehen kann. Das ist ein magisches Buch. Ember lernt Tidal Wave. Nice. Er hat sich jetzt schon gelohnt, sich das hier zu holen. Es sind 9 Truhen insgesamt. Ich werde sie mir auch alle holen hier. Deine Flut entfesselt. Wie gesagt, ich vertraue meinen Charakteren ein bisschen. Schwarzer Onyx. Ach, ist nur ein Kartiger, okay. In dem kleinen Guide, den ich hier nutze, stand auch so, dass eigentlich jeder Gegner relativ easy ist, außer dieser eine Tor auf Wish bestellt. Ne, besonders wenn es zwei sind. Ne? Wenn es nur einer ist, sind die kein Problem, aber wenn es zwei sind, ja, dann muss man eigentlich Crest hinten haben. Ja, gut, ich bin gerade voll motiviert, mir hier die ganzen Truhen zu holen, ne? Ohne Scheiß Respekt an den Typen, der das an diesen Guide anscheinend über 2 Jahre lang gemacht hat, so, ne? Regelmäßig geupdatet und so, ne? Das ganze Game, jedes einzelne Secret. Oh, nice, Bogenschütze. Geil. Scheiße. Zum Glück war nicht irgendwas Seltsames gerade offen. Okay. Aqua Cape. Ist auch, ne, Respekt an demjenigen, der diese Karte mehr oder weniger gezeichnet hat. Ich denke, vom Level her sind wir ganz gut. Silberpanzer. Es gibt noch eine. Die Gegner besiegen wir jetzt auch. Ich meine, nur weil wir, ja, denke ich mal, ganz gut vom Level her sind, heißt das nicht, dass wir nicht kämpfen sollen. Ne, ich denke, der Level ist auch immer ein ganz guter. Das ist Tidal Wave. Lol. Ich denke, das Level ist auch ein sehr guter Indikator, so wie weit man ungefähr im Spiel ist, weil so Level 50, Level 60 ist ungefähr immer das Ende bei einem RPG, so meistens. Ist mir so aufgefallen. Sprich, daran kann man sich eigentlich auch ganz gut orientieren. Alter, 1600 DP. Min kriegt in 3 Kämpfen schon wieder ein Level up. Schutzring. Ich will mir mal einige der Sachen anschauen, die wir hier bekommen haben. Oh lol, wir haben ein Schild für sie endlich. Komm, gönnt ihr ein Silber Cape. Ja, keine Ausrüstung vorhanden.
Ganz bestimmt. Wollte ich doch entfernen. So, Silberpanzer. Du dir noch ein Aquacape. So, und hier müsste es rausgehen aus dieser Chose, ja. Nice. Puh. Ey, ohne Scheiß, wir kommen gerade recht gut voran, so, ne? In dem Guide wird auch gesagt, ja, ihr sollt Tidal Wave überhaupt nicht vergessen, so, ne? Sollte man halt wirklich nicht, das ist eine geile Attacke. Die uns sehr nützlich sein wird im Kampf gegen Daos. Nicht nur gegen Daos, sondern generell wird das eine sehr wichtige Attacke sein, denke ich. Ja, wir sollen hier ja ein Schwert schmieden können mit diesen drei Sachen, das nochmal krasser ist als das, was wir aktuell haben, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Muss man sich mal vorstellen, ein Schwert, das nochmal krasser ist als das hier. Okay. Omega Schick. Okay, das ging schon wieder nach einer richtig krassen Ausrüstung für Cress. Es ist nicht so gut, wie ich gedacht hätte, aber besser als nichts. Gegen diese Geister nur diese Ninja kämpfe ich gerne. Ich kämpfe gegen jeden gerne, solange es nicht gibt es da jemand ist. Ey, danach müssen wir ja auch noch den anderen machen, ne? Den anderen Dungeon. Den haben wir ja auch schon located, ne? Also bei dem wissen wir auch schon, wo der ist. Müssen halt nur noch hinkommen. Ey, der Part macht voll Spaß. Ey, am liebsten würde ich gleich noch einen aufnehmen, wenn ich nicht noch Attack on Titan aufnehmen müsste. Habe ich ja gestern so wegen dem vorletzten Part nicht geschafft. Schaut euch das an. Überlegt mal, wir hätten das hier verpasst. Wir hätten eine richtig geile Attacke verpasst. Ich frage mich gerade, welcher Weg ist der richtige, der hier? Okay, nur ein Kartiger. Ich habe, by the way, jetzt mehr TP als damals, als ich in den Dungeon reingegangen bin, ne? Muss man sich mal geben. Ich glaube, krass, krass, dass ein Schwert hier einfach mal stärker ist als so ein Mond von Max World, ne? Ja, Fireball war noch nie eine starke Attacke. Aber Wut würde ausreichen, denke ich. Yes. Alter, das macht gerade voll Spaß. Alter, der gibt. Ein einziger von denen gibt mehr als diese anderen Viecher. Okay, neuer Spruch für Mint. Was hast du ein schönes neues Resurrection? Ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Digga, ich bin gerade zu dumm, um auf Select zu drücken. Ja, beliebt einen kampffähigen Verbündeten wieder. Hab ich mir schon gedacht. Geiler Scheiß. Ich wollte gerade sagen, wir setzen Dürre ein. Ja. Setzen wir mal Dürre ein, Leute. Ne? Hier, wer hat denn meinem Team nochmal Dürre in Golden Sun? Aaron, setz mal Dürre ein! Bro.
Alter, 1400 TP für zwei Ninja, ne? Ja, bis 1, 2 ist derselbe Raum, okay. Ja, Lightspear. Hier, der ist schon mal sehr nützlich. Ichis Sword hier war auch geil, ne? Aber das fand ich nochmal eine Stufe geiler. Beast fand ich auch nochmal besser, ne? Ist halt schwer, sich auf 4 Moves zu beschränken, wenn es in späteren Teilen 8 sind, ne? Man sollte auch immer einen relativ einfachen, schnellen Move auf B haben, ne? Scheiße, bin ich jetzt schon wieder bei den 30 Minuten. Ja, okay, dann werde ich nach dem Kampf den Part beenden. Nach diesem Kartika. Find's irgendwie weird, dass Crest der einzige ist, bei dem eine neue Waffe auch im Kampf angezeigt wird, ne? In späteren, in neueren JRPGs ist es ja ganz normal, dass man so Veränderungen sieht bei den Waffen, ne? Wäre auch lächerlich, wenn nicht. Ich finde es immer auch weird, dass man beim Pokémon die Ausrüstung nicht sehen kann im Kampf, ne? Aber hey, ich weiß sowieso, dass irgendwelche Pokémon-Fanboys das noch verteidigen werden und so. Auf jeden Fall, das war der Part. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht heute. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten, wo wir dann hoffentlich hier fertig sein werden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Süß.